Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Weihnachtsbotschaft, wie sie Johannes aufgeschrieben hat, noch im Ohr, so gehen wir einem neuen Jahr entgegen. In wenigen Stunden wird es beginnen und wir können darauf vertrauen, Gott wird mit uns sein. Das ist Grund zu Freude, zu Gelassenheit und Zuversicht und zum Lob Gottes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem Silvestertag, der auch der erste Sonntag nach dem Christfest ist. Gleich, ob Sie hier in der Kirche sind oder wo immer Sie uns sehen und hören. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Morgen an diesem Altjahrsabend, der so lang ist. Folgende Mitteilungen aus dem Gemeindeleben möchte ich weitergeben. Herzlich eingeladen wird zum Gottesdienst mit Taufe am kommenden Sonntag, 7. Januar um 10 Uhr hier in der Kirche. Nach dem Gottesdienst sind alle ganz herzlich eingeladen zu einem Neujahrsempfang im Kirchsaal. Es wird Getränke und kleine Häppchen geben, auf die Sie sich freuen können. Richten Sie es also ein, nächsten Sonntag. Das Weihnachtsbaum-Einsammeln durch die CVJMs wird am Samstag, 6. Januar stattfinden. In Gosenbach werden die Bäume ab 10 Uhr eingesammelt, um 18 Uhr auf der Gosenbacher Höhe verbrannt. In Oberschelden geht es früher los, um 9 Uhr mit dem Einsammeln und um 17 Uhr werden sie nahe der Lurzenbach verbrannt. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang einsammeln werden, ist bestimmt für die kirchliche Umweltarbeit. Mit ihr unterstützen sie vielfältige Umwelt- und Klimaschutzprojekte in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Vielen Dank für alle Gaben. Lasst uns nun miteinander singen, kommt und lasst uns Christus ehren, 39 im Gesangbuch und auf der Leinwand. Thank you.
Lasst uns miteinander Gottesdienst halten im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Lasst ihn uns im Wechsel miteinander anrufen mit Psalm 71. Ich bitte die Kanzelseite zu beginnen. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel und deine Güte von einer Generation zur anderen. Du beschenkst mich jeden Morgen neu mit Kraft und richtest mich auf nach deiner Gerechtigkeit. Auch im Alter wirst du mich nicht verlassen, wenn ich grau werde und meine Kräfte schwinden. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel und deine Güte von einer Generation zur anderen. Lasst uns beten. Du Gott des Friedens und der Freude, im Kind in der Krippe, da lässt du uns deine Herrlichkeit schauen. Wir kommen an diesem letzten Tag des Jahres vertrauensvoll zu dir und bitten dich, halte du deine schützende Hand über uns, wenn wir nun in das neue Jahr gehen. Gib du uns Zuversicht und Glaubensmut, dass wir gestärkt werden für den Weg, der vor uns liegt. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Heute endet ein Jahr. 365 Tage Leben. Zeit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Zeit, die wir in Gottes Hand zurücklegen, mit allem, was darin war. Wir fragen uns, jeder persönlich, was hat sich für mich in diesem zurückliegenden Jahr verändert? Habe ich mich von Menschen oder Lebensumständen verabschieden und trennen müssen? Sind Menschen in mein Leben gekommen, die mir lieb und wichtig sind? Woran erinnere ich mich gern? Und was möchte ich lieber hinter mir lassen? Ein Jahr Leben. Auch in der Gemeinde. Wir hören Zahlen aus der Statistik unseres Gemeindebezirkes, aber hinter all den Zahlen stehen Menschen aus unseren Ortschaften mit ihrer Freude und ihrem Leid, mit ihren Hoffnungen und Gaben. 10 Kinder sind in diesem Jahr getauft worden. Wir haben sie dem Schutz und dem Segen Gottes anvertraut. Sie haben den Weg des Glaubens begonnen
Und so freuen wir uns als Gemeinde mit den Eltern über diese Kinder und wir wollen sie mit Angeboten der Verkündigung der guten Nachricht und mit unserer Liebe begleiten. 11 Jugendliche haben wir bei ihrer Konfirmation eingesegnet und ihnen die Möglichkeit eröffnet, Ja zu ihrer Taufe und zu Jesus Christus zu sagen. Aber 25 Mitglieder unseres Gemeindebezirkes haben ihren Austritt aus der Kirche erklärt. Das ist bedauerlich. Gleich ob persönlich enttäuschende Erfahrungen oder eine schleichende Entfremdung von Gemeinde und Kirche der Grund waren für ihren Austritt, ist das Angebot der Rückkehr in die Kirche immer da. 3 Paare haben sich in unserer Kirche und in unserem Gemeindebezirk kirchlich trauen lassen. Sie haben sich gegenseitig im Glauben Liebe und Treue versprochen. Und wir haben um Gottes Segen für sie gebetet. 29 Gemeindeglieder sind gestorben und kirchlich bestattet worden. Wir denken an die Verstorbenen und an diejenigen, die ihnen nahestanden. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dieses Jahr hast du uns geschenkt. Wir legen es zurück in deine Hand. Lass es uns mit deinen liebenden Augen sehen. Unser Bemühen, aber auch unser Scheitern. Unser Glück und unser Unglück. All die Freude, aber auch die Trauer. Nimm es, wie es ist. Und nimm uns, wie wir sind. Wir bitten dich um Vergebung für all das, worin wir schuldig geworden sind. Für das neue Jahr bitten wir dich um deine Geduld mit uns und dieser Welt. Geh du mit uns und lass das, was war und das, was sein wird, umschlossen sein vom Vertrauen auf dich. Schenke uns Frieden, dass das neue Jahr ein Gnadenjahr werden möge. Amen. Warten müssen, nicht nur auf den Anfang eines neuen Jahres, warten müssen ist für viele nicht leicht. Die Schriftlesung erzählt von Simeon und Hanna. Beide sind schon sehr alt. Sie warten seit langem. Aber dennoch haben sie einen scharfen Sinn für Wichtiges bewahrt. Nicht abstumpfen, nicht aufgeben, scheint ihre Botschaft zu sein. Dann erkennst du auch die Zeichen. So hören wir den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Ja, ich lese aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Wie Annette schon angekündigt, Simeon und Hanna erkennen den Retter und machen ihn bekannt. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm und hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen hätte. Simeon folgte seiner Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel, und als die Eltern des Kindes Jesu dorthin kamen und das Kind Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben und du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren.
Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Der Vater von Jesus und seiner Mutter wunderten sich über das, was Simeon von dem Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria: Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen, wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. In Jerusalem lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt, 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und seit 84 Jahren war sie Witwe. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt hinzu und pries Gott. Sie sprach über das Kind zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Wir singen das nächste Lied. Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Lasst uns auf dieses Wort Gottes vertrauend von einem Jahr zum anderen gehen. Und lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns singen, fröhlich soll mein Herz springen. Wir sammeln den Klingelbeutel ein. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Jahresende. Das ist auch Zeit der Inventur und der Bilanz. Die Zahlen unterm Strich können Erfolg bedeuten, aber auch manche Schwachstelle aufzeigen. Und manche Bilanz sieht in diesen Zeiten der Rezession nicht gerade gut aus. So versucht einer vielleicht, seine Bilanz zu beschönigen, gar zu verfälschen. Jahresende, das ist Zeit des Innehaltens, des Rückblickens. Wir haben das gerade auch getan. Und wir fragen uns, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, was uns bereichert hat, wen wir bereichert haben oder über welche Verluste wir zu klagen haben. Was für Erwartungen wurden im vergangenen Jahr enttäuscht? Oder welche Hoffnung hat sich als trügerisch erwiesen? Von welchen Hoffnungen haben wir gar für immer Abschied genommen? Manch eine beschönigt im Rückblick die eigene Lebensbilanz, verfälscht sie sogar. Doch wer verantwortlich von einem Jahr zum anderen unterwegs ist, erspart sich nicht die Mühe, ehrlich zu sein. Jahresende, das ist Zeit zum Innehalten und Rückblicken, auch mit den Augen des Glaubens. Wie war für mich im vergangenen Jahr der Weg mit meinem Gott? Habe ich Gott Gott sein lassen oder habe ich anderes an seine Stelle gesetzt? Der Glaube geht davon aus, dass Gott in unserem Leben erfahrbar, spürbar wird. Die Augen des Glaubens machen sich auf die Suche nach den Spuren Gottes in unserem Leben und in unserer Welt. Auch Jesus hält inne, schaut zurück auf sein Leben, zieht Bilanz. Er fasst sein Wirken noch einmal vor den Jüngern zusammen. Hören wir, was er im 12. Kapitel des Johannesevangeliums sagt. Jesus rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Liebe Schwestern und Brüder, diese Rede Jesu, genauer muss man sagen, dieser Ruf Jesu, steht an einem zentralen Wendepunkt innerhalb des Johannesevangeliums. Das Evangelium ist in zwei Teile gegliedert.
Im ersten Teil, der bis Kapitel 12 reicht, wird berichtet von Jesu Wirken vor aller Welt, von Zeichen und Wundern, die er tat, Gesprächen und Reden, mit denen Jesus in aller Öffentlichkeit aufgetreten ist. Im zweiten Teil, der in Kapitel 13 beginnt, da zieht sich Jesus aus der Öffentlichkeit zurück und redet nur noch mit seinen Jüngern, bevor sein Weg in Richtung Golgatha geht. Unser Predigtabschnitt ist also das letzte Wort Jesu in dem ersten an alle Welt gerichteten Teil. Noch einmal fasst Jesus hier in eigenen Worten zusammen, was er der Welt zu sagen hat, oder vielmehr, was Gott der Welt zu sagen hat durch seinen Jesu Mund. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wir hören bei Jesu Rückblick von Licht und Finsternis. Ihr Lieben, was echte Finsternis, Dunkelheit bedeutet, das erfahren wir in unserer Welt der vielen Lichter und Leuchten äußerlich nur selten. Vielleicht ist bei Ihnen nachts ja schon mal der Strom ausgefallen, dann sind Sie tastend durch die Wohnung getappt, haben nach der Taschenlampe gesucht. Oder womöglich haben Sie es schon mal erfahren, wie das ist, wenn bei einem Besuch einer Höhle plötzlich das Licht ausgeht. Tief schwarze Dunkelheit erfahren wir äußerlich in dieser Welt nur noch selten. Aber wenn, dann erleben wir deutlich, wie unsicher, hilflos und orientierungslos wir dann sind. Wie sehr wir angewiesen sind, zumindest auf eine kleine Lichtquelle. Es kommt nicht von ungefähr, dass Licht und Dunkelheit die Bilder sind, mit denen wir auch über unseren Glauben sprechen. Jesus spricht aber noch eine andere Dunkelheit an, die dunkle Realität in dieser Welt. Und es gibt furchtbare Dunkelheiten in dieser Welt, liebe Gemeinde. Sie alle können davon erzählen. Ob es Verzweiflung oder Trauer oder Schuld oder auch Lebensnot ist, Jesus sagt dazu, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Die Finsternis verhindert das Sehen. Alles wird dunkel und gleich. Finsternis ist in der Bibel ein Bild für Chaos, für Unheil und Tod. Das Bleiben in der Finsternis bedeutet auf diesem Hintergrund das Bleiben im Chaos, in Unheil und Tod. Es sind die Zeiten der Angst, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit. Es sind die Stunden des Abschiedes und des Todes, Zeiten, in denen du dich fragst, wie soll es denn morgen weitergehen? Und in denen du die Hand vor eigenen Augen nicht erkennen kannst, viel weniger noch den Weg, der vor dir liegt. Zu Menschen in solchen Zeiten und Stunden ist Christus gesandt worden. Den Gott, der für uns Menschen unbegreiflich und unfassbar war, den wir nicht sehen und erkennen konnten, der ist gekommen in unsere Dunkelheit. Aus dem Verborgenen hat er Gestalt genommen und wurde Mensch. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und damit antwortet Jesus auf eine uralte Sehnsucht der Menschen. Schon von Mose wird erzählt, dass er Gott sehen wollte. Doch Gott erlaubte es ihm nicht, denn kein Mensch wird leben, der Gott anschaut. Mose darf nur hinter Gott hersehen.
Jetzt ist es anders. Gott zeigt sich den Menschen, indem er einer von uns wird, indem er Mensch wird. Er macht seine Herrlichkeit und seine Majestät menschlich fassbar und erfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den, der mich gesandt hat. Und was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Ja, das Kind in der Krippe, aber ebenso auch den Mann am Kreuz. Anfang und Ende, Leben und Tod. Gott ist in die Welt gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. In der Finsternis wird das Licht offenbar. In der Niedrigkeit wird Herrlichkeit sichtbar. Im Offenbarwerden des Bösen wird Gerechtigkeit umso erkennbarer. Wer an mich glaubt, der glaubt an mich, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Jesus ist nicht nur Prophet, Bote, Interpret und Lehrer. Er ist der eingeborene Sohn, das fleischgewordene Wort, selber Gott. Nicht ein zweiter Gott neben dem einen, sondern der eine in seiner Zuwendung zu uns und in seiner liebevollen, sehnsüchtigen Suche nach uns. Wir sollen nicht einen Gott haben, der schweigsames Geheimnis bleibt, unerreichbar, unvorstellbar, immer nur der ganz andere. Gott hat, indem er Mensch wurde, sich uns erreichbar gemacht. Ein Gott, mit dem man reden kann, auf Du und Du. Einer, den man sehen kann. In Jesus wird Gott konkret. Jesus hat den Menschen die Liebe Gottes nicht nur gepredigt, sondern sie ja mit seinem ganzen Leben uns gezeigt. Er war immer für die Schwachen, die Armen, die Verlorenen da. Und dennoch, gerade deshalb, glaubten nur wenige an ihn. Noch einmal, ja, quasi als letztes Vermächtnis spricht Jesus öffentlich und ruft: Glaubt an das Licht, solange es noch da ist. Das klingt ja fast wie eine letzte Frist. Einige erkannten, dass in ihm die Hilfe Gottes gekommen sei. Es waren nicht nur einfache Menschen, die sowieso nichts zu verlieren hatten, sondern auch einige von den Oberen der Intelligenz des Volkes. Aber sie wollten kein Risiko eingehen, denn hätten sie sich zu Jesus bekannt, wären sie aus der Synagoge ausgeschlossen worden. Heute bringt das Bekenntnis zu Jesus Christus bisweilen das Risiko, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. So viele haben sich anderen Angeboten auf dem Markt der Möglichkeiten des Glaubens zugewandt, wenn überhaupt. Wir hörten von den vielen Ausgetretenen auch aus unserem Gemeindebezirk. Sie wollen nicht Abstand halten von ihrer Sehnsucht, die doch immer noch in ihnen ist, die Sehnsucht nach Heil und Heilung. Aber sie haben andere Wege eingeschlagen. Wenn man sich aber im Gespräch als jemand outet, der christlichen Glauben lebt und in der Kirche immer noch zu Hause ist, der geht das Risiko ein, belächelt zu werden als ein ewig gestriger oder erntet peinliches Schweigen für diese Einstellung. Und es gehört Mut dazu, wenn der Glaube
dann auch Konsequenzen hat. Wenn mein Glaube sich in meinem Alltag zeigt und wenn ich Entscheidungen durch ihn beeinflussen lasse und es dann auch andere wissen lasse, wenn es andere merken, dass es merkwürdig ist für sie. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der aber wird Erfahrungen machen mit dem, der da spricht. Wer glaubt, wer ihm vertraut, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Es heißt nicht, der oder die wird keine Finsternis erfahren, wichtig, sondern wird nicht in ihr bleiben. Dieses Vertrauen ist es, das schon David sagen ließ: Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn es finster wird, vertraue ich darauf, dass Gott mich wieder heraufführt in das Licht eines neuen Tages, an dem uns geholfen wird. Denn er ist das Licht und er gibt uns gleichsam den Auftrag, dieses Licht dann auch in seine Welt zu tragen. Und wenn das geschieht, können Menschen Spuren Gottes in ihrem Leben entdecken. Dort nämlich, wo ich Barmherzigkeit erfahre. Das Wort Barmherzigkeit enthält ja beides, Erbarmen und herzlich. Da, wo Menschen mir herzlich begegnen, wo ich Wärme, Nähe, Herzschlag erfahre, da ist Gott. Da, wo sich Menschen meiner erbarmen, wo sie sich ja Zeit nehmen und auf mich Rücksicht nehmen, mit mir Nachsicht haben, mir hilfreich zur Seite stehen, da sind Spuren Gottes. Dort, wo ich Gnade erfahre, dort, wo Menschen den ersten Schritt auf mich zutun, wo die Distanz verringert wird, Nähe gewährt und Vertrauen geschenkt wird. Dort, wo Menschen mir gegenüber nicht auf ihr Recht pochen, sondern Gnade vor Recht ergehen lassen, da sind Spuren Gottes. Wo ich Geduld erfahre, wo Menschen mich dulden, aushalten, tragen, ertragen. Und da, wo Menschen mit mir Geduld haben, wo sie sich mit mir Zeit nehmen, auch Entwicklung zutrauen, mich fördern, wo sie Hoffnung in mich setzen, da sind Spuren Gottes. Wo ich Güte erfahre, dort, wo mir Gutes widerfährt, erhofft und unverhofft. Und da, wo jemand als begütigend erfahren wird, wo mir Böses nicht angerechnet wird, mir geholfen wird, Böses in Gutes zu verwandeln, wo jemand sich mit mir und für mich bemüht, alles zum Besten zu kehren, da sind Gottes Spuren. Gott wird Mensch. Wir begegnen ihm in Jesus Christus und in anderen Menschen. Er ist einer von uns, um sich uns zu zeigen, um uns zu begleiten in unserem Leben, im Nächsten, in einem anderen, können wir Gott begegnen. Die Augen des Glaubens wagen es, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Geduld und die Güte Gottes zu erkennen, in dem, was ich mit anderen erlebe. Deshalb, ihr Lieben, kann ich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Auch im neuen Jahr will sich Gott als der Alte erweisen. Barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre uns
im alten wie im neuen Jahr, unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. Lasst uns singen das Lied 53 im Gesangbuch, Als die Welt verloren. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen, für den Gottesdienst und für die Zeit, die wir mit dir verbringen durften. Wir denken an die vielen Menschen, die das nur im Geheimen tun können, weil sie verfolgt und bedrängt werden. Wir danken dir, dass wir deine Geburt feiern durften und du alle Tage bei uns bist, auch heute. Wir denken an diejenigen, die wie du in Notquartieren geboren werden, die nichts als Armut kennen, und an diejenigen, die flüchten müssen, um ihr Leben zu bewahren. Das hinter uns liegende Jahr, das befehlen wir dir an. Wir danken dir für allen Segen, für die schönen Begegnungen und wunderbaren Erlebnisse. Vieles aber haben wir nicht verstanden und kommen damit nicht klar. Die Konflikte, Kriege, Krankheit, Terror, Krisen. Danke, du lässt uns damit nicht allein. Jesus, als ein Licht bist du in diese Welt gekommen. So bitten wir dich, erhelle unser Innerstes, vertreibe alle Finsternis, die schweren Gedanken, alle Sorgen und Nöte und auch unsere Schuld, wir bringen sie dir. Mach du uns hell
und lass uns leuchten für andere. Mit Zuversicht und Freude dürfen wir in diesen Tag, in diesen Abend und in diese Nacht gehen, denn du bist bei uns. Wir befehlen dir unsere Lieben an und uns selbst. Wache du über uns alle. Halte deine Hände schützend über uns. Segne uns und lass uns zum Segen werden. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten. Jesus, du heller Morgenstern, zeig uns mitten in der Nacht, dass es Tag wird. Wir wenden uns an dich und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Segenslied singen. Deine Gnade sei mit uns. So stellen wir uns unter den Segen Gottes. Gott sei mit uns im alten und im neuen Jahr, am Abend wie am Morgen. Gott begleite uns auf unseren Wegen, den krummen und den geraden. Gott segne uns und behüte uns, Tag ein, Tag aus, mit Gnade und Barmherzigkeit.
So segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.